Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Play zu DayZ. Ja, DayZ zuerst war es ein Mod für Arma 2, also Armored Assault 2. Und jetzt ist es ein eigenständiges Spiel und ich habe mir jetzt das Spiel gekauft und möchte mit euch in diesem Let's Play mehr als nur überleben, sondern auch irgendwie Spaß haben. Dafür könnt ihr wählen, was ich machen soll, und ihr könnt sogar mitmachen. Ich werde am Anfang auf einem friedlichen Server sein, also keine Spiele kämpfen am besten. Aber später werde ich auch mal so richtig überleben auf einem anderen Server, also gegen Spiele und also gegen eine richtige Konkurrenz und so. Oh, aber ich kenne mich noch nicht so gut in diesem Spiel aus, dafür sorry. Und ihr seht ihr, es ist alles noch in einer Alpha und es gibt manche Bugs und manche Ungereimheiten. Vor allem die Steuerung ist momentan noch nicht gut und die Grafik ist manchmal sehr laggy. Aber trotzdem, ich habe zum Beispiel jetzt, laut Fraps habe ich 15 FPS, was überhaupt nicht stimmen kann, weil alles flüssig läuft. Ich kann euch hier zeigen, 1920x1080. Hier habe ich die Wolken und die Schatten ein bisschen runtergestellt, weil das sind die meisten, die fressen am meisten Leistung. Dafür habe ich hier alles auf Maximum. Und bei Rendering, Anti-Aliasing brauche ich nicht, also ich habe keine Kanten. Das weiß ich nicht, das habe ich deaktiviert. Edge Smoothing, das müsste irgendwas Nebel sein oder so. Ah, Post-Prozess, Anti-Aliasing, okay. Nein, brauche ich auch nicht. Und HD-Qualität habe ich jetzt mal auf niedrig, das kann ich dann auf hoch stellen. Ambient Occlusion habe ich auf aktiviert, das sind so Schattenränder und so, dass alles ein bisschen 3D aussieht. Und Postprozess-Qualität auf normal, die anderen gehen nicht, glaube ich. Ja, doch, die gehen. Aber der Blumen will ich nicht anhaben, da aus. So. Und der Blur auch nicht. Blur ist so Beleuchtung, starke Beleuchtung. So, Sichtfeld ist nur wie die Kamera, wie viel die Kamera sieht. Das sollte eigentlich so normal sein. Und wir gehen mal auf Spielen. Jetzt schaue ich. Also ich habe schon eine Aufnahme gemacht, aber die habe ich beendet, weil es war viel zu dunkel. Also man sah im Video gar nichts, weil Nacht war. Ich sah etwas, aber das Video war sehr dunkel und darum habe ich es nicht hochgeladen. Verlauf LAN Remote abbrechen. Internet. Ein freundlicher Server möchte ich. Day sets be friendly. PvE not showed outside. Nehmen wir den. Der hat 0 Spiele momentan. Machen wir einfach mal ohne Spiele. Wie kann man jetzt das die zum Favoriten hinzufügen? Das muss ich auch noch gerne wissen. Rechtsklick. Nö. Filter 100 aktualisieren. Jetzt habe ich einfach hier mal gedrückt. Gehen wir mal rein. Ja, man kann mit anderen Spielern auch reden, wenn man in der Nähe ist. Also ich werde manchmal ein bisschen reden, wenn ich überhaupt einen Spieler treffe irgendwann. Und ja. Natürlich auch mit euch, wenn ihr mitmachen wollt oder sonst irgendwas, könnt dabei sein. Ich bin einfach noch sehr unwissend bei Ego Shooter und so. Also ich weiß nicht, ziehen kann ich wahrscheinlich nicht so gut. Und ja, wegen der Steuerung habe ich noch Probleme, aber Survival kenne ich mich aus. Ich habe schon ein paar DayZ Let's Plays gesehen, aber die waren immer so extrem langweilig. Ich hoffe, meine werden nicht so langweilig. Ich bemühe mich auch, dass es nicht so langweilig wird. Und ja. Aber es ist wahrscheinlich in der Vollversion, also in dieser Version, jetzt besser als auf mit dem Mod. Und irgendwie antwortet der Host nicht. Mist. Also müssen wir nochmals reingehen. Ist der Host down?
Ja, dann müsste es eigentlich nicht angezeigt werden. Ach komm schon, das müsste eigentlich sofort gehen. Ja, einen Moment. Aha, das ist jetzt so, wie ich zurückgegangen bin. Also nochmals. Grün ist er. Er ist grün, also sollte eigentlich gehen. Sollte es eigentlich gehen. Dann nehme ich wieder auf, wenn wir in-game sind. Bis gleich. So, hier sollte es gehen. Jetzt habe ich nicht geschaut, welches. Aber es stand irgendwie be friendly und 27:4 Daytime, also keine Nacht. Das wäre nämlich gut für den Anfang. 2 oder 3 Server gingen nicht. Da hatte ich also eben das gleiche wie vorher. Also man konnte nicht rein, weil der Host nicht reagierte. Aber jetzt sollte es gehen und eigentlich soll es jetzt gehen. Hallo? Okay. So. Ich wollte... Es leckt? Wieso leckt das? Sollte eigentlich nicht lecken. Ah, Mist. Muss ich die Grafikeinstellung ein bisschen runtersetzen. Schade, ich dachte, es würde nicht lecken. Aber wahrscheinlich nur, weil wir hier nicht in einer Stadt sind. Weil es zu viele Gräser und alles mögliche gibt. Ich wollte Video. Bei der Qualität, nein. Bei der Rendering. Deaktiviert. Normal. Niedrig. Ja, niedrig sieht am schönsten aus. Ich wollte bei den Texturen. Filtering, was macht Filtering? Ah, Anti-Sub-Filterung. Das könnte ein bisschen runterstehen. So. Qualität. Machen wir ein bisschen Objekte runter. Das muss jetzt nicht so hoch sein. Terra ist wichtig. Ding nicht. Ich hoffe, es leckt jetzt nicht mehr. Ja. Noch ein bisschen. Sollte sich aber widerlegen. Also, dann gehen wir mal in dieses Dorf. Ich hoffe, hier sind keine Zombies. Wir brauchen nämlich Nahrung. Ja, es leckt halt immer noch ein bisschen. Ach, Mist. Wieso braucht das so extreme Grafikpower? Machen wir halt Texturen, Detail, bisschen runter. Ich hoffe, jetzt ist nicht allzu schlecht die Grafik. Ach komm. Da ist es. Du lässt mich einschlafen. Naja. Die Bäume in der Entfernung sind ein bisschen platt. Sonst sehe ich eigentlich nicht viel Unterschied. Ich muss halt so spielen, so läuft es richtig flüssig. Okay, wir müssen trotzdem noch ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wie man langsamer sich bewegen kann. Das weiß ich nicht. Und noch ein paar Lecks. Das sind 2 Spiele. Hey, ich habe keinen Loot. Also greift mich nicht an. Ja, der schießt sofort auf mich. Ja, klar. Klar. Hey, ich habe kein Loot. Hey. So dumm. Die haben Munition vergeudet. Lol. Die sind so dumm. Ich habe gar kein Loot. Wieso greifen die mich an? So dummes. Das sind wahrscheinlich wieder so kleine Noobs, die von allen Angst haben. Oh je. Ungenius. Wieso bin ich unkontinuierlich? Ah, ich muss wahrscheinlich hier neu starten. Oh mein Gott, sind die Noobs. Ah, ich hätte noch zuschauen sollen, wie sie looten wollten und so. Aber ein friendly Server, wo man alle abschießen muss. Oh, ich weiß nicht. Oh Gott. Manche Spieler sind einfach blind und dumm. Aber
Man kann sich nicht aufregen ab denen. Sie sind einfach dumm. Und wenn ich Loot hätte, wenn ich ein Gewehr hätte, ich hätte die schon lange abgeknallt. Aber ich habe ja mich sichtbar gemacht. Ich wollte ja eigentlich Kollegen sein und so. So. Okay. Wieder. Ich will nämlich hier im Ding-Modus sein. Ich hoffe, es sind nicht allzu viele Spiele online auf dem Server. Ich habe nicht geschaut, leider. Oh, hier hat's nichts. Was ist das da vorne? Ein Busch. Hier hat's gar nichts. Na toll. Weißt du, man verhungert am Anfang schon sehr schnell und ich finde nichts. Jetzt muss ich schauen, welche Richtung ich so gehen sollte. Und ich selecte es jetzt. Wahrscheinlich wegen dem scheiß Wald. Ich gehe mal in diese Richtung. Ich gehe eigentlich immer Richtung Süden. Also, das Meer ist meistens im Osten. Dann kann man eigentlich Richtung Süden, wenn man links das Meer hat. Und irgendwie wird die Grafik immer schlechter. Ach Mist. Wahrscheinlich ist Fraps auch ein bisschen der Leistungsfresser. Wie eigentlich immer. Lol. Da ist noch ein zweiter. Ja. Alle greifen mich an. Ah. Sei doch dumm. Ah, wie kann man jetzt schon wieder? Der ist müde. Sei nicht so dumm. Ja, ich müsste mit Ding angreifen können. Ah, jetzt. Du hast mich verletzt. Jetzt bekommst du eine zurück. Ha. Ja. Hallo. Stopp. Ich habe keine Verbindung. Was willst du machen? Soll mit mir mitkommen. Ich werde aber... Ja. Oh. Bist du dumm? Ich bin dann besser. Es leckt. Es leckt. Es leckt. Ah, Mist, wieso muss jetzt Fraps gleich so... Der hat Probleme mit der Steuerung. So. Bald bist du down. So. So. Jetzt kann man den looten. Mit Ding. Ha, der hat Dinge Sachen. Ah, das sind auch Anfängersachen. Und ich. Ah, das ist die Leiche. Ach, da versteht man nur Bahnhof. So. Und irgendwie ist es total verbuggt. Ich habe immer noch der Sound. Lol. Okay, dann laufe ich mal ein bisschen. Ich bin leider verletzt, aber ich blute nicht scheinbar. Das kann man hier auch schauen. Oh, war das ein Noob. Ich habe extrem geleckt. Ich konnte fast... Also ich hatte so extreme Verzögerung. Und trotzdem habe ich dann noch gewonnen. Weil der einfach auf die Seite auf die Seite geschlagen hat. Am Schluss dann nicht mehr. Aber ich habe natürlich schon viel mehr Schaden angerichtet. So. Hier hat es eine Straße. Aber die Straße möchte ich nicht entlang. Wir gehen lieber ein bisschen nach innen. Hoffentlich werden dort nicht so viele Zombies sein und so. Ich will einfach wegen den Spielen, weil die natürlich immer angreifen müssen, nicht allzu weit sie nähern, also zu nahe kommen und so. Und eventuell werde ich sie auch immer abschießen. Also wenn ich es nicht schaffe, hier auf dem Server zu überleben wegen den Spielen, dann knall ich alle ab, die zu mir nahe kommen. Und wenn ich halt gebannt werde, dann werde ich halt gebannt. Nein, es nervt mich einfach. Man spielt ein Survival-Game und man macht zusammen kein Survival. Nein, für was ist es dann ein Survival-Spiel, wenn man immer von Spielen abgeknallt werden und nicht ums Überleben kämpfen muss? Würdet ihr das auch machen, wenn ihr
Ja, wenn eine Atombox-Explosion oder so gewesen ist, alles kein Strom habt und nichts. Und was habe ich jetzt hier gemacht? Was war denn das? Okay, ich sollte in die Knie gehen. Er atmet sehr. Sonst haben wir hungrig. Okay, wir sind einfach nur hungrig. Wir müssen irgendwas finden. Wir müssen was finden. So, wir müssen was finden. Einen See. Ich glaube, man kann ertrinken. Gibt's hier Fische? Gibt's in dem Game schon Fische? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gibt es Wildtiere, aber ich habe noch keins gesehen. Also wahrscheinlich sind sie sehr selten, oder? Sie sind erst implantiert und darum sind sie wahrscheinlich noch nicht überall auf den Servern vertreten. Ja, keine Zivilisation. Wir haben ja eine Superstadt. Meine Kleider sind nass. Das ist nicht so gut. I'm completely soaking. Ich bin völlig durchnässt. Ich schau mal hier sorgfältig nach unten. Aber hier ist auch nichts. Ist leider auch nichts. Und die Sichtweite ist einfach nur grässlich. Ich muss die Sichtweite wieder hochstellen können. Grafikspeicher. Wenn man das jetzt in die dritte Einstellung macht, dann sieht es fast schon wieder besser aus. Also die Sichtweite ist irgendwie ein bisschen besser. Diese Einstellungen immer. Objekte hoch, Rendering. Wir könnten mal Ambient Occlusion ausmachen, aber seht ihr, das sieht schrecklich aus. Deaktiviert, sieht auch schrecklich aus. Mist, Mist, Mist. Jetzt habe ich 30 FPS. Okay. Ja, spielen wir so. Gut. Ja, FC Basel spielt gerade dann. Jetzt ist 1-1 gegen die Grasshoppers. Und ich bin natürlich immer noch hungrig, aber nicht sehr hungrig. Das ist gut. Und seht mal den Berg rechts, der ist mega. Ja, Texturen sind mega scheiße. Weil die Grafikeinstellung so niedrig ist. Aber eben, das Spiel ist noch nicht angepasst und alles Mögliche. Da leckt es halt auch auf High-End-Systemen. Da kann man leider nicht viel machen. Aber ich kaufe mir ja gleich bald eine neue Grafikkarte. Und darum ist es gut. Und wir haben immer wieder schlechte... seit 12 Sekunden keine Nachricht. Wir könnten ein bisschen ausspionieren, aber wir werden wahrscheinlich wieder zurückgesetzt. Und jetzt werden wir langsamer bergauf. Das ist jetzt nicht ganz so realistisch. Aber eigentlich bräuchte man nur mehr Kraft. Und ja, ein bisschen langsamer wird man natürlich schon. Aber nicht allzu sehr, so wie jetzt. Ja, könnten wir eigentlich die Grafikeinstellungen wieder hochstellen. Bei Texturen, Filtering, sehr hoch. Weil Andreas Hopper Filterung ist eigentlich nicht der leistungsfähigste und es ist leicht flüssig, sehr schön. Okay, dann haben wir halt die Texturen derzeit ein bisschen runter. Wahrscheinlich sind hier einfach weniger Gräser jetzt oder sonst irgendwas. Aber einen Unterschied sehe ich nicht.
Ja, weil jetzt nichts läuft, beende ich mal diese Aufnahme. Ja, jetzt ist. Okay. Nein, ich habe nicht den benutzt, Entenhausen. Ich habe der benutzt, oder? Nein, ach nicht der. Ich habe, weiß es nicht, welchen ich benutzt habe. Der ging ja nicht. Da wollte ich zuerst mal reingehen, aber ja, es wäre allzu viel gecheat und so. Der. Oder? Nein, das wäre nicht der. Ein anderer. Irgendeiner mit 24 zu 7. Oder war es nicht einer mit 27 zu 4 zu 7? Ja, egal. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder und ja, wenn ihr Tipps und Tricks habt, dann könnt ihr sie gerne unten in die Kommentare schreiben oder ja, Verbesserungsvorschläge oder Sachen ja, zur Einstellung, zur Grafikeinstellung. Und mein Vater schreit. Oh, also ich beende. Bis zum nächsten Mal.